Das wollte ich gerade sagen. Jeder bitte mal einmal den Blue Steel. Ja, ist schon mal ganz gut. Oh, da wird sogar noch gearbeitet. Das wäre natürlich gemein. Nee, die ist in einem Call. Das kann ja wohl nicht sein. Ich habe das Gefühl, hier ist ein hier liegt ein Denkfehler vor, aber ich weiß nicht. Ich sag dir, es war im Salesbüro. Bei Britta. The prophecy is true. Sie hat so gemacht. Die ist in einem legiten Videocall. Ich sehe das doch. Die redet da mit 7 Leuten oder 12. Okay, lass uns mal logisch denken. Jetzt, wo ich nachdenke, ich habe nicht genau gesehen, wer da mit wem Britta einen Videocall macht. Aber es ist schon komisch, dass sie einen fucking Videocall am Montagabend um 19.30 Uhr oder wann auch immer hier von der... Wir können sie auch von zu Hause machen. Fuck you, Britta. Fuck it. Wir gehen da jetzt rein. Das ist doch fake. Das ist doch fake. Richtiger Call, Britta? Das ist überhaupt nicht Britta. Alter, dein Ernst? Alter, das ist doch nicht dein Ernst! Ich hätte auch drauf kommen können, wieso soll die denn einen Videocall aus dem scheiß wärmsten Zimmer der Firma machen? The prophecy is true. Dass wir eine kurze Verschlusszeit haben, um möglichst kurz den Sensor zu belichten. Und das kannst du jetzt mal zeigen, Bro, im Vergleich. Mach mal den Ordner auf. Wenn wir zu lange... Warte, ich suche den Ordner. Ja, Mann, jetzt hör mal auf, ey. Mann, wir versuchen hier gerade was beizubringen. Ja, ich weiß, aber ich suche den Ordner noch. Mach doch mal weg jetzt. Ich dachte, irgendwie, ach so, ich kann AE den von deutschen Springer von schlagen. Ja, verstehe. Ja, hab ich nicht gesehen, die Kacke. Ah, ist noch alles drin. Ja, ich mach mal weiter hier, ja. Ja, nimm weg. Brauch hier weg. Bis gleich. Tschüss. Hat Tim eigentlich immer noch irgendeinen Rap-Filter da drin? Großer Gott, wie ernst dich. Du bist eine coole Sau. Alles auf der Erde kennst du ganz genau. Weißt, was ich denke und weißt, was ich tue. Ich würde für dich alles tun. Danke, dass du mich erschaffen hast. Dass du meine Mutter und meinen Vater zusammengebracht hast. In dieser einen Nacht im Drive-Thru vom Burger King. Als sie sich kennenlernten und alles ganz schnell ging. Marcel, mir gefällt das hier nicht. Ja, das höre ich auch, wenn ich mal Liebe will von der Freundin. Was sagte das GPS zu dem Mann, der sein Ziel bereits erreicht hatte? Da, 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 da! Oh, was ne... Alter, ey. So fett ist nicht mal eure Mutter. Was? Hä? Ich mache einen Witz! Man kennt mich, ich bin Mikrofon. Ja, Nummer 3 im Land, auf dem Weg to the top, Richtung Nummer 1, wie eine Rakete. Vater war schon Nachrichtensprecher, Xylophon und... Ey Simon. Und jetzt habe ich 10 Euro für die Waffe ausgegeben und es ist die und jetzt gehe ich den Holzweg, gehe ich zu Ende und ich behalte die jetzt. Simon, du bist John McClane und nicht John Complain. Das ist generell, ich glaube 28 Abschüsse, das ist ja ein Drittel aller Abschüsse, die es gibt auf der Welt. Hast du eigentlich auch eine Abschussfeier beim Abi? Nee, wir waren auf so einem Berg, so einem Skigebiet und das war zu abschüssig. For today, we've prepared some new footage to show a bit more of the game. Please take a look. Oh, okay. Das mag ich alles. Ja! Ja! Oh, durch den Stein geschluckt. Ja! Mhm. Was ist das für ein Wesen?
Obwohl die Musik ganz auf nächste Mal. Sag mal still, die Musik passt Mann, ganz gut zu dem Bild. Warte mal, ich fahr langsam ran. Sag mal leise. Nein, jetzt hör auf. Das ist widerlich, Alter. Ich meine, oh. Ein bisschen. Will ich noch ein bisschen trinken? Wird der Kopf dann noch größer? Oh. Ruhig, Brauner, ruhig. Oh, wer ist denn da, Simon? Oh nein, 25 Sekunden. Oh nee, jetzt kommt's doch auf das letzte Jahr an. Oh nein, bin ich komplett bescheuert. Oh nein, so. Was ist? Was geschieht hier? Was geschieht hier? Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Hier sind krude Kräfte am Werk gerade. Modul? Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Wo sind meine Module? Sag mal, ich bin doch nicht komplett bescheuert. Ich hab die doch vorhin da eingebaut. What? Der fährt weg! Entschuldigung? Die Module hauen ab! Ich hab euch... Sag mal... Sind die jetzt abgehauen oder was? Die hängen hier rum! Sag mal, also jetzt macht das Spiel fängt an zu trollen. Ach so. Habe ich auch nicht gesehen, ne, vorher. Gut, Eddie kennengelernt, können wir abhaken. Der Eddie hilft nicht viel, ne? Der Eddie ist komplett nutzlos. Also Eddie könnte man sagen, ist wahrscheinlich der nutzloseste. Also da schreibe ich jetzt mal direkt mal, Ne, weißt du was? Da schreibe ich direkt mal ins Reddit. Ne, weißt du was? Dem schreibe ich direkt mal. Der wird sehen. Der wird sehen, warte mal gerade. Und das andere ist dreimal so groß, hat 25 Arme, ist schon nicht das. Siehst du aus wie Eddie? Oh, ich würde sagen, besser. Siehst du? Den werde ich so rannehmen. Warte mal. Das wird sehr, wird die sich noch wundern hier. Motherfucker. Komm raus! Entschuldigung! Dann nehme ich einen Schluck. Na also. Okay, du nimmst einen Schluck, es schmeckt dir ziemlich gut. Die Frage ist, was plant ihr? Was ist euer nächster Schritt? Oh, ich verlasse den Kopf. Mein Kopf wird ganz rot. Mir ist ganz heiß. Hui. Ist das immer so? Schluck Wasser? Gut. Er hat nur einen Schluck getrunken. Was ist unser Plan? Du bist doch unsere Anführerin, unser Plan, oder ja. Nicht? Also ich würde auf jeden Fall in nächster Zeit rumgehen, gucken, was die ganzen Leute machen, was sie für Projekte haben. Ja. Ich hab's, Simon. Ich hab's, Mann. Es ist Ricks bester Freund Squelch. Also, I'm gonna Squelch. Der redet sogar immer so, der benutzt sogar das Wort immer. Ja. I'm gonna squanch. Deswegen frage ich, wie genau wir sein müssen. Squanch, I'm gonna squanch. Seine finale Antwort? Squanch. Ist das eine Art, Leute? Warte mal. Ist eure Lieblingsfarbe eigentlich dabei hier? Ist hier abgebildet? Jetzt gerade nicht. Schön. Ist es grün? Was war Justin für ein Moment? Ich musste den Hinweis erst entschlüsseln. Und jetzt ist es, das ist ein Gag, der mir erst viel später bewusst geworden ist, als ich ja schon mal irgendwie über diesen Film geredet habe, über eine Feuerspringerin namens Hannah bei einer Feuerwehreinheit in
Montana. Mhm. Und diese Henna hat apropos Emotionen und Fußball. Hallo. Hallo. Und nie erwähnst du mich. Weißt du, du bist für mich auch Gastgeber irgendwie. Deswegen ja, aber ich darf nichts sagen. Du machst die Eröffnung, du stellst alle vor, ich werde nicht erwähnt, ich bin irgendwie so. Ja, du bist einfach. So ein Pickel. den würde ich erwähnen. Ab und zu. Und meinem eitriger Pickelfreund, die Tenga dem, meine Damen und Herren. Dankeschön. Hallo. Auch gestern mein Friseur. Willst du auch mal? Hm? Oh, ist das schön. Dann nehme ich das. Ist das okay, wenn wir mit. Mann, wir machen das bei uns immer so. Ich beginne mich zu entkleiden. Aber doch nicht ganz nackt. Ich ziehe mich also komplett nackt aus. Ich habe noch überhaupt keine Haare irgendwo. Naja, das kommt bestimmt noch. Reite die Windmühle, spüre die Locken, lebe den Bob. Wow. Ohoho. Ah. Weiß ich, wird das vielleicht irgendwann genauso belastend wie das Umgekehrte, so du bist immer so schlecht und so. Ist das so? Du bist immer so schlecht. Naja, also, keine Ahnung, das steht nach jedem Dienstag von den dreien. Okay, stimmt. Ich find's auch noch lustig, irgendwie so einen Satz zu hören. Spielst du gerade mit Maus? Ja. Da wäre erstmal wichtig zu wissen, wie viel DPI deine Maus gerade hat. Mhm. Ja. Mhm. 12.800. Ja, ist doch prima. Wo ist denn die nächste? Was? Berühmte letzte Worte. Die Zuschauer wollen auch, dass wir früher anfangen. Ich habe keinen Bock. Nur weil ihr keinen Bock habt, früher anzufangen, die Zuschauer wollen das. Ich bin bezahlt für zwei Stunden. Ich arbeite auch nur zwei Stunden. Nein, dann arbeitet ihr heute halt mal eine Stunde mehr. Ihr seid zeige, faule, reiche Säcke. Die Sendung fängt jetzt an. Sie wollen Budi nicht mehr sehen und jetzt ist er hier. Und was machen wir jetzt? Mit Budi oder nicht? Ja, der bleibt jetzt hier, der macht jetzt mit. Der kann doch nicht einfach hier bleiben. Ja, das wirst du ja sehen, dass er das kann. Einfach hier und spielt mit oder was? Wir machen jetzt Beanstalk. Trant. Denda. Trant sagt, Denda sollen das sein. Erklär mir mal, was ist ein Denda? Senso, Alter, ich bin so dumm. Ey, jetzt sagt er die richtige Antwort. Wer hat's noch ich hab, was? Das hab ich auch noch. Ich hab Denda schon eingeloggt. MB präsentiert Denda. Denda. Gib die Farbe vor. Denda. Spiel den Ton. Machen Sie es nur richtig nach. Falsch, das war es schon. Denda. Dein Computer. Denda. Dein Gehirn. Wenn Sie ihm strikt folgen, bieten Sie ihm die Stirn. Denda. Von MB Electronics. Das sollten Sie erstmal allein spielen. Jetzt kommt Mara und ich. Alles klar, dann mache ich Mute und viel Spaß. Ich bin gleich dann da. Bis gleich, Donny. Machen Sie es nur richtig nach. Ey, irgendwer ist dem Game beigetreten. Alter, Julian Horst. Oha, wie hat der uns denn gehackt? Krogi. Ja, stimmt, du bist ja immer da in diesem Fenster, wo du deine IP eingibst. Ja, stimmt. Hä, aber wir müssen doch noch Whitelisting haben. Aber der findet uns nie. Schnell, mach das Loch zu! Mach das Loch zu! Der hat das noch nie gesehen. Der wird das niemals finden. Es braucht schon ein richtiges Dulli-Dasein, um überhaupt zu raffen, was hier abgeht. Ey, warte mal, aber der kann uns schon, also komm mal her. Ja, genau. Komm mal her. Richte das jetzt mal. Bring den Ender-Drachen an der Leine bis hier vor die Wiese, bitte. Vor allem, er tritt bei, sagt man, hat ja IP in Framlang gesehen. So. Ja, aber du bist nicht gewitelistet. Achso, guck mal, vielleicht ist er aber ja auch einfach korrekt. Warum musste ich mich denn whitelisten lassen? Was, korrekt? Nein, vielleicht sagt er jetzt einfach, das hättet ihr besser machen sollen. Guck mal, der gibt uns Tipps, der liegt uns nicht. Das ist genau ein Whitehead. Aber das war ja genau, also IP generell ist eine blöde Sache, die zu zeigen. Das war wirklich ein Anfängerfehler, aber eigentlich haben wir Whitelisting an, deswegen. Nee, das haben wir eben ausgemacht. Habe ich es nicht wieder angemacht? Nee. Also. Ah, okay. Das ist einfach ein feiner Dude, der Julian. Wir bedanken uns herzlich bei dir. Dass du uns auch mal Fehler aufzeigst. So genau. Jetzt, Krogi, Während ihr da so, wie sieht's denn aus mit den Fackeln, die ihr so fleißig Hab ich. Okay, ich bin hier stolz. Aber Julia, damals Julia doch kein feiner Dude mehr hat, sondern hat die ganze IP nochmal gelegt. Nimm bitte alles zurück, du hast alles gejinxt mit das Julia. Kann noch. Yo, also, wir sind jetzt hier im Höllenfeuer-Bollwerk, meine Damen und Herren. Zu Ihrer Linken sehen Sie das Ende der Instanz. Da ist schon der Drache, das ist der letzte Endboss dieser Instanz. Wenn Sie gerade ausschauen, sehen Sie, dass wir gepult haben und wir jetzt auf jeden Fall erstmal kämpfen müssen.
weil unser Pompino hier rumgetänzelt hat. Ich sag's nur. Sorry! Ich wusste. Das war nicht gut. Okay, Vanish, ich bin raus, Leute. Ciao, ich mach's gut. Ich bin raus. Ciao, mach's gut. Ich bin raus. Achtung, Achtung, Kasse 3. Ziehen Sie den Keeper weg. Ich wiederhole. Ziehen Sie den Keeper weg. Klapp, klapp. Giselle, das wirst du niemals schaffen. Tötet ihn für den König. Dieses psychomäßige Klapp, klapp. Rettet den König. Hallo. Rettet den König, Krieger! Das Türchen. Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Nein, oh Gott, nein, da ist noch was! Nein! Der König, er stirbt! Ja, ja! Zurück in die Burg, König! Flieh! Der Giesel konnte uns nicht kriegen! Das endet einfach im Nichts. So gefällt mir das. Ich bin tot! Ich wurde vom Zug überfahren! Ah, okay. Die bleibt gespannt. Es sei denn, ich laufe rein, weil ich ein Idiot bin. Und seine. Also, dann habe ich es aber auch verdient, wer seine eigenen Bärenfallen nicht kennt. Ah, immer, also auch wieder. Wieder mal kein Strom. Nicht einen Ohm. Ah, ich bin da, das gibt's doch nicht. Das ist doch unfassbar. Mein Herz. Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Gut. Ich kann kein Alien malen, ich weiß es nicht. Oh, alter Schwede, Sophia! Ich hab den Film auch original, glaube ich, nicht so richtig geguckt. Aber doch einmal habe ich ihn geguckt. Kann ich das nochmal sehen? Junior! And scene. Aber das mache ich noch manuell. Okay, verstehe. Also, wir machen jetzt erstmal manueller. Go! Los! Also es ist halt nicht so wie in den Filmen, ne, wo und dann Rauch und Qualm und so. In der Realität ist das alles ein bisschen. Ich finde es im Vereinsfußball zum Beispiel immer schwierig, wenn dann sich ein Trainer hinstellt und sagt, okay, oder es so darstellt, es besser darstellt, als es vielleicht eigentlich war. Wie gesagt, ich finde, wenn man es von außen sagt, dann ist das immer nochmal so was anderes. Wir sind uns einig, es war eine ordentliche Leistung der deutschen Mannschaft, aber ich finde schon, dass Löw da durchaus auch selbstkritisch rangehen muss und eigentlich sagen muss, Leute, ey, wir müssen uns bessere... Seht ihr? Und schon haben wir eine ganz andere... Hallo, ich bin Glatzi, ich bin der kleine Fleck auf Simons Hinterkopf und ich lasse ihn immer aussehen, als wäre er sau alt und schon verdorben und vergammelt. Stimmt, Walde, du hast ja längere Haare. Du kannst das auf jeden Fall. Wenn man nach dem Duschen die Haare dann noch mal mit dem Handtuch zusammenbindet zu so einem Turm quasi. Oh nee, Mann, das wollte ich immer können. Hä? Du hast doch lange Haare. Das hat mir Chiara beigebracht. Mhm. Ja, also ich weiß nicht genau, warum man das macht. Ich fand das nur immer cool. Weil eigentlich, wenn man das dann so lässt und da kommt ja keine Luft dran, dann schimmeln die Haare doch nach ein paar Wochen. Wie nach ein paar Wochen? Du machst das. Ja, deswegen vergisst diese Haube, also dieser Handtuch, was leider wieder. Aber das vergisst du ja nicht. Weil also, okay, warte. Willst du in die Russenhocke so ein bisschen so? Genau, dann komme ich hier so. Okay. Bank macht den Schnipser. Alles klar, seid ihr ready? Okay. Und du musst auch das MC Krogi auch versuchen mitzu. Okay, warte. Ja. Ohne Grosch, also. Okay. Ja. Du startet direkt. Und? MC Krogi 2021. Oder? Ich hab super Spaß. Du hast super Spaß. Wir haben super Spaß. Der Chat hat super Spaß. Das ist nicht fair, Mann. Der ist kein fairer Mann, der faire Mann. Der faire Mann, Fährmann war kein fairer Mann. Er brannte alle Fähren an. Und so brannten die Fähren dann. Schuld war nur der Fährenmann. Mach da noch so einen Bass drunter. Fährmann war kein fairer Mann. Fährmann war kein fairer Mann. Fährmann war kein fairer Mann.
fairer Mann. Yeah. Fährmann war kein fairer Mann. Fairer Mann. Brannte alle Fähren an. Yeah. So brannten die Fähren dann. Schuld war nur der Fährmann. Yeah. Fährmann war kein fairer Mann. Fairer Mann. Brannte alle Fähren an. Yeah. So brannten die Fähren dann. Schuld war nur der Fährmann. Yeah. Fährmann war kein fairer Mann. 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 Fairer Mann.